Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS17. Wir spielen auf der Gold Quest Valley und ich habe jetzt ja hier vorne ist er ja gerade noch dabei zu Ende. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, wir müssen ja doch erst grubbern, oder? Mein Gedankengang war gerade, wenn wir jetzt hier diese Zwischenfrucht machen. Aber ich glaube, das wird jetzt keinen Sinn machen, weil es geht ja gar nicht. Eigentlich kann ich hier gar nicht einsehen, weil er nicht gegrubbert ist, ne? Das ist ja noch ein bisschen komisch. Also, gegrubbert, gepflügt. Bodenbeschaffenheit, genau. Muss gepflügt werden. Die müssen alle gepflügt werden bis auf Feld 15, was jetzt hier gleich fertig ist. Ja, so mit Zwischenfrucht ist es noch nichts. Bin nochmal gespannt, ob wir jedes Mal jetzt dann pflügen müssen nach einer Ernte oder ob das dann wirklich nur, alle, keine Ahnung, wie oft ist. Wenn du den Helfer hier einstellst, der liegt auch immer gleich komplett los mit, vollem Licht, ne? Also Arbeitslicht. Sümpfe hinten gleich wegnehmen. Was ich mal kurz mache, es kam ja die Anfrage, kannst du noch mal gucken, ob der Pickup vielleicht auch normales Korn laden kann? Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Schon ein geiles Bild hier, oder? Die Maschinen hier alle auf einem Feld rumkurven. In der Nacht. Also das Licht ist schon klasse. Auf jeden Fall. Die Fahreigenschaft muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen hier an den Dingen. Nee. Sieht nicht so aus, ne? Also. Das kann er nicht. Aber du kannst dafür halt Holz laden. Das ist ja auch schon ganz gut. Die Klappe hinten kann man auch aufmachen. Und ich fahre jetzt nochmal zum Hof zurück. Verkaufen würde ich den jetzt eigentlich auch nicht wollen. So. Übrigens auf der PS4 habe ich jetzt auch diese Karte erstmal angefangen, LS17. Also PlayStation 4, ne? Wohin fahre ich eigentlich? Es ist ja schön, dass wir mal die Lichter hier sind im Dorf. Nee, halt, das ist doch mein Haus. Das sind die Hühner. Die Hühner, hatte ich ja schon gesagt, die hat man von Anfang an, ich habe mal das Licht an, weil es so dunkel ist. Und da musst du halt nur die Eier einsammeln. Ich spring mal rüber. Wobei wir dann nochmal gucken müssen, wo die Verkaufsstelle ist. Oh, guck mal, jetzt hier gegen Abend. Da schlafen die auch. Ne, doch schon einige Eier, die hier rumfliegen. Hallo? Na, ihr wart ja fleißig. Füttern müssen wir die auch nicht. Das läuft hier vollautomatisch. Muss ich also wirklich nur ums Eier sammeln kümmern. So. Sehr schön. So, nimm schon ein schmuckes Häuschen, wenn er mal so. Komm, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal kurz. Ein kleines Gewächshaus und Oh. Ja, ist so schwer. Hallo? Wenn ich jetzt noch reingehen könnte, wäre auch klasse. Na, mal den Landwirt von nebenan einladen. Aber naja, wir haben ja eh keine Zeit. Wir müssen ja arbeiten. Aber Licht ist geil. Licht ist wirklich geil. So. Nicht weiter hier im Garten rumfahren. Habt ihr den PKW von Anfang an verkauft? Den guten Pickup?
Wie soll die Frau dann einkaufen fahren? Soll die mit dem Fan fahren? Oder wie? So. Okay. Schweinebar hatten wir ja hier gefüllt. Ich wollte jetzt hier noch... Den Anhänger müssen wir noch weiter abladen, ne? Was ist denn da jetzt noch drauf überhaupt? Okay, die müssen wir noch hier lassen, die beiden. Die Palettengabel muss ich allerdings nochmal mitnehmen. Oder wir kaufen uns noch eine. Nee, die lassen, nehmen wir mal mit. So, ich muss aber erstmal. So. Ja, dann die Lenkrad-Einstellung, also für die Geschichte mit dem Joystick, das wird sich noch ein bisschen hinzögern, denn, ja, da gibt es irgendwie ein paar Probleme anscheinend mit den Einstellungen, was da anscheinend so ein bisschen verbuggt ist. Zumindest lässt sich das jetzt aktuell nicht so lösen. Klar, du kannst es doch hier vernünftig lenken und so, aber es sind viele Knöpfe, die aktuell nicht unterstützt werden. Ich kann es jetzt nicht genau erklären, weil da... Ist der Michael so nett, der hängt sich da ein bisschen rein und bastelt mir da was. Aber so wie es da ein Update gibt, werden wir dann auch geschmeidig mit dem Joystick steuern. So, wo packe ich die denn jetzt mal hin? Von die auch wiederfinden. Jetzt würde ich sagen, ich packe die erstmal ins Gras. So. Okay, jetzt noch die zweite. Und dann müssen wir gleich nochmal den einen Traktor da wegnehmen mit dem neuen Flug. Dass der... Jetzt müssen wir voll das Licht anmachen. Dass der dem Gruber jetzt nicht im Wege steht, ne? So. Okay. Wie gesagt, die Schaufel bleibt hier auch hier. Nehmen wir es mal daneben. Also ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt gerade davor die PS4-Version gespielt und ja, vielleicht ist es auch einfach nur an meinen Sound-Einstellungen, aber ich behaupte einfach mal, dass der Sound hier dann doch besser ist. Wenn ich jetzt nochmal, gut klar, ich habe hier von der Hardware her, die ich hier habe, ist natürlich, wäre schon doof, wenn es nicht anders wäre, aber das sieht schon geil aus. Also das Licht ist wirklich... Nicht der Hammer. Ich mache jetzt aber nochmal aus, einfach um zu testen. Aber auf der PS4-Version müsst ihr euch mal anhören, wie der anspringt. Moment. So, und dieses Andersgeräusch, ne? Das fehlt aktuell noch auf der PS4. Der läuft da sofort. Vielleicht kommt das ja noch. Und das ist ein Fehler, dass es vielleicht gar nicht so sein soll. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall den Anhänger, den nehmen wir jetzt erstmal wieder mit. Ich muss natürlich hinten noch die Palettengabel mal anschauen. Ihr könnt es auch vorne dran machen, ja, aber mache ich jetzt nicht. Ups. So, und das war doch die Taste R wie Spanngurt. Nee, das ist falsch. Hier. Hält bestimmt. Muss dran glauben. So. Also ich finde, in der Nacht lässt sich auch ganz nett arbeiten.
Okay. Können wir das wieder ausmachen? Ich komme jetzt hier weg. Ja, am besten einmal irgendwie drehen, ne? Er ist dran, super. So, wir müssen uns mal überlegen, was wir für die Schweine noch brauchen. Also, wir können die eigentlich jetzt schon mal einziehen lassen und gucken dann mal, was noch fehlt. Also, ich wollte noch Sonnenblumen eventuell nochmal herbringen. Kannst ja Sonnenblumen, also eins von den drei Sachen jetzt, Sonnenblumen, Raps oder die Dings, die... Diese neuen Früchte da halt. Mir gerade nicht einfallen und kleine Anmerkung hätte ich noch, ich würde mir echt wünschen, dass man, ich meine, ich finde das mit Symbolen eigentlich ganz nett bei den Früchten, aber dass da vielleicht nochmal daneben steht, was es ist, wenigstens vielleicht bei der Erklärung, wo es da, da steht nämlich auch nicht dabei, sind nur die Symbole. So. Ich weiß gar nicht, was wir hier wo angepflanzt hatten. Irgendwo hatten wir jetzt noch die Zwischenfrucht. Ist das die hier? Kannst du mal kurz angucken? Geil, einfach geil. Also ich habe irgendwo, letztens habe ich einen Kommentar irgendwo aufgeschnappt. Ja, da hat er geschrieben, hey, ich weiß einfach nicht, was soll ich machen? Soll ich es mir jetzt kaufen? Ich bin noch nicht überzeugt, ob nicht LS15 dann doch reicht. Und ich muss sagen, also, ich möchte jetzt nicht zurücktauschen. Also LS17, allein schon wegen den Lichteffekten, allein der Sound, die Abrollgeräusche von den Rädern und so, geil. Macht einfach nur Spaß. Ja, also ich habe richtig Bock auf das Spiel. Und ich glaube, das hier ist unsere Zwischenfrucht. Ich will natürlich ja auch nicht, dass wir jetzt hier, keine Ahnung, das ist Beispiel, blödes Beispiel, wenn das jetzt Gerste wäre, ne, oder Kartoffeln oder was weiß ich, dass wir jetzt hier die Dinger umgrubbern und Tom denkt, hey, komm, das war doch mal eine Zwischenfrucht. Nee, das wäre peinlich. Und deswegen gucken wir gleich nochmal rein in den Shop auf die Karte. Übrigens, hier, warte mal, wie ist denn das jetzt hier? Ja, auch kurz geladen, ne? Ja, und was ich noch sagen kann bei der PS4 ist es so, dass ich, ich habe keinen Marker oder ich konnte es noch nicht, kann sagen, dass es zu doof war. Ich konnte den Marker nicht setzen und ich kann auch nicht auf Besuchen drücken. Ich glaube, das ist nicht dabei. Wenn das anders ist, gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich würde es echt gerne wissen, weil gerade dieser Marker ist ja für mich überlebensnotwendig. Und dieses Springen ist ja eigentlich auch schon eine wichtige Sache. Ne? So, und der ist hier fleißig. Der andere steht dann noch mit Licht. Hat der Helfer angelassen. Und ich hoffe auch, dass unsere Palettengabel nach hinten drauf ist. Aber da liegt sie ganz einsam. Sehr schön. So, ich mache mal das Licht aus. Licht, da. Genau, hier in seinem tollen neuen Flug. Und man sieht also, man kann hier super arbeiten bei Nacht. Ne? Mit dem Licht ist doch wirklich klasse. Boah, und der springt an wie eine Eins. Der hat eine Megabatterie. So. Warte mal, Licht. Reicht jetzt auch das? Achso, und die Folge ist schon gleich wieder rum. Also wir machen gleich nochmal eine kleine Fahrzeugvorstellung. Guck mal, wie geil das hier aussieht einfach. Ich würde fast sagen, hier packen wir vielleicht die Anhänger rein und den ganzen Kram zum Eggen und so weiter, dass wir das alles hier drüben dann hinpacken. Den Anhänger muss ich auch nochmal zur Seite packen. Ist auch noch ein bisschen Frucht drin.
Ja, der muss ja hier auch gleich hier mit Düngen loslegen eigentlich, ne? Weil ich mir jetzt da auch nicht so ganz sicher bin. So ganz habe ich noch nicht verstanden. Also wie ist das jetzt? Muss ich jetzt nach den Grubbern erst düngen? Ich meine, gut, unsere Sämaschine macht das ja eh jetzt mit. Dann auf der... Also... Ja, man muss halt höllisch oft in diesen Wachstumsstufen dann aufpassen. Aber da musst du ja fast dann doch schon mit der Frucht, dass du sagst, Wachstum auf langsam oder auf, jedenfalls nicht auf schnell, weil, ja, wie willst du das uns so mitkriegen, dass es halt nicht verpasst? Du musst ja wirklich schon auf die Karte schauen und sagen, hey, jetzt schnell. Muss dann rechtzeitig da sein, nicht, dass dann, bis du dann da bist, dann auch wieder, ach, naja, du bist was mal. Licht aus. Traktor aus. Und jetzt, genau, kaufen wir jetzt noch nichts. Also geplant ist jetzt in der nächsten Folge, müsste man nicht mal einen Viehwagen kaufen. Guck es aber nochmal in den Shop oder vielmehr in unsere Garage rein, was wir aktuell haben. Ne? Also ich habe jetzt hier diesen New Holland, der war jetzt hier von Anfang an dabei, die 8340. Dann von den Case 1455 XL haben wir zwei Stück, wobei der hier noch mehr wert ist, sehe ich gerade. Okay, warum das? Also der ist weniger gelaufen, einfach. Und der eine hat Frontlader. Da habe ich hier einen Frontlader gestellt, hier so ein paar Dings, ne? Dann haben wir hier den Case, der von Anfang an vom Start her dabei ist. Dazu das Schneidwerk. Dann habe ich hier den Metalltech DB8, den Kuhn Grubber. Dann haben wir uns von Sailford diesen Flug gegönnt. Dann hier die Seemaschine, die echt geil ist. Die ist von Anfang an dabei, ne? Die kann halt auch unter anderem, was soll denn das hier eigentlich? Also so einsehen heißen dann, oder? Denke ich mal. Auf jeden Fall kann die halt gleich mit düngen. Das Gewicht habe ich noch gekauft. Den Lizard haben wir dabei, den Pickup. Kannst auch ein bisschen Holz hinten draufladen. Und diese Lagerhallen, die man dann sogar anscheinend verkaufen könnte. Okay, auch interessant. Ne, den Brandner habe ich dazu genommen. Den finde ich sehr geil. Da kannst du vor allen Dingen auch dann gut die Paletten draufpacken. Wenn du Kraftfutter holst oder ja, hier Saatgut oder was zum Düngen. Ne? Und den Mengenheld-Mod. Den gibt es aktuell leider auch nicht für die PS4-Version. Liegt aber vielleicht auch daran, weil das Ding ja noch hier die Skripte drin hat, die dann auf der PS4 halt nicht da sein sollen. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr euch einen Frontlader holt und denkt, haha, ne? Hiermit hole ich mir dieses Ding und baue den dann dran. Nee, das geht nicht. Du musst dann erst in die Werkstatt mit der Kiste. Nee. Du musst erst in die Werkstatt und musst dir dann noch die Vorrichtung anbauen lassen. Die kostet um die 800, glaube ich. Und dann kannst du erst den Frontlader dran bauen. Also, weil es können auch alle drei können Frontlader, aber jetzt der könnte es zum Beispiel den Frontlader nicht, weil er noch die Vorrichtung hat dafür. Ja? Finde ich eigentlich auch ganz sinnvoll, aber das muss man schon wissen, sonst stehst du nachher wirklich dann doof da. Gut, hier noch ein bisschen Lichteinblicke und ich danke euch fürs Zuschauen und ja, mal gucken. Die Tage wird es vielleicht nochmal wieder ein bisschen mehr geben. Heute mal zwei Folgen, weil ich bin heute noch unterwegs und beruflich schafft er heute halt nicht mehr, aber das ist, denke ich, auch mal okay und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ihr Typ, macht's gut!